Die Tuzla mal nicht in der Stauseekampfbahn, sondern im Halterner Club Lakeside Inn. Abschiedsfotos, T-Shirts mit kräftigen Kampfansagen. Und Nanu, Spieler des TuS mit dem DFB-Pokal, was haben wir denn da verpasst? Wir klären später auf. Und Malte Metzelder war auch da, alberte mit Daniel Winkelkotte rum. Wir wollten mal von Daniel wissen, was war hier los und was war genau seine Aufgabe an diesem Abend? Das weiß ich selber noch nicht. Mir wurde gerade eben gesagt, dass ich jetzt eine kleine Anmoderation machen soll. Wir wollen also unsere Freunde, Fans und Anhänger des Tussalt dann hier begrüßen im Lakeside Inn. Players Night. Man muss sagen, mittlerweile eine feste Größe im Halterner Jahreskalender. Jedes Jahr feiern hier 1000 Leute und wir haben immer super Spaß. Heute Abend sicherlich auch. Morgen ist ja Feiertag und da wird heute Abend hier die Hütte abgerissen. Daniel, nicht nur Kameramann, sondern irgendwie Mädchen, Junge für alles, verabschiedete die erste Mannschaft und machte seine Sache sehr gut. Ach, und untertrieben hatte er auch nicht, es war tatsächlich allerhand los. Und da durfte natürlich auch Rolf nicht fehlen. Der nutzte die Gelegenheit, um mal die Geschichte mit Christoph Metzelder aufzuklären. Das ist nur, weil alle immer mit ihm geschimpft haben, da wollte ich ihn nur motivieren. Christoph ist so ein netter und ein toffer Typ, ne? Und dann wollte ich ihm einfach, damit er von dem Druck von Magath wegkommt, dann wollte ich einfach nur so einen Laurelspruch machen. Aber wir verstehen uns gut. Liegt vielleicht auch daran, dass Christoph da war? Wie sieht er das denn so? Gut, ich sage zu Rolf, mich kannst du auf die Schippe nehmen. Da hast du völlig freie Hand und das macht er ja auch ganz gerne. Das ist auch richtig so. Und ich finde, dass er nicht nur eine Institution beim Tussaltern ist, sondern mittlerweile, glaube ich, auch eine Kultfigur im Münsterland. Ah gut, dann kann Rolf ja weitermachen. Er hat nach anfänglichen Schwierigkeiten, die man, wenn man so wenig Fußball gespielt hat in der spanischen Sonne, und er hörte nicht zum Stamm, aber er hat auch viel gelernt, hat es vor allen Dingen vielen weitergegeben. Und wenn ich dann in eine ganz neue Hintermannschaft reinkomme und kenne nur den Benni, ne, dann wird es immer schwer. Aber es war von Spiel zu Spiel besser. Und er hat sich gesteigert, das muss man anerkennen. Gerade noch mal gerettet und noch ein gemeinsames Foto mit Pokal fürs Album. Na Rolf, was ist denn das für eine Geste? Schalke-Fan wird Rolf in diesem Leben wohl nicht mehr. Wir kennen das schon aus der letzten Folge. Wo Tussler sind, da wird gern gesungen. Auch vor Ort Niklas Berse, Komponist der TuS-Hymne. Gefühle eines Liedermachers. Dass es solche Wellen schlägt, hätte ich nicht gedacht. Nee. Also ich habe mir schon erhofft, dass die Leute das positiv aufnehmen und eine Möglichkeit haben, sich noch weiter mit dem Verein zu identifizieren. Dass es dann wirklich so kollektiv gesungen wird von allen und gekannt wird, ist es für mich persönlich phänomenal, aber auch bringt natürlich den Verein auch irgendwie nach vorne im Ganzen. So. Und textsicher sind sie auch. Metze erklärte uns dann noch, warum er nicht mit zum letzten Spiel der zweiten Mannschaft gefahren ist. Ich muss ja ehrlich sagen, ich bin der Achim Stocker der Landesliga. Achim Stocker, ehemaliger Präsident vom SC Freiburg, ist ja nie ins Stadion gegangen, weil ihm das zu aufreibend war. Und bei mir war es in dieser Saison so, dass ich fast nur Niederlagen gesehen habe. Es war auch ein Spiel, Heimspiel gegen Westfalia gegen den Tabellenletzten. Und beim Stande von 0:1 bin ich nach Hause gefahren und habe noch auf dem Radweg nach Hause dann die SMS bekommen, 1-1-2-1. Und deswegen war ich in dieser Saison nicht ganz so oft da und war auf einer Veranstaltung, habe da leider dann natürlich auch erfahren, dass die zweite Mannschaft es doch nicht geschafft hat. Diesbezüglich hatte auch Bruder Malte ein Projekt, Coach Olaf Schemmer zum Rücktritt vom Rücktritt überreden und das mit allen Mitteln. Ja, da müssen einige Bierrunden vielleicht ausgegeben werden, aber ich denke, man kann über alles reden und das wäre schade, wenn er jetzt aufhören würde, weil ich denke, er hat wirklich tolle Arbeit geleistet. Muss gewirkt haben, Trainer Schemmer betreut die zweite auch im nächsten Jahr. Ach ja, die Sache mit dem Pokal muss auch noch geklärt werden. Ja, eigentlich war es eine verrückte Idee. Ich habe beim Verein schon nach dem Pokalfinale gefragt, ob es möglich ist, den einen Tag zu entführen. Und es war möglich, wie man sieht. Ich muss ihn nur am Freitag früh wieder zurückbringen, denn dann kommt die Gravur, die fehlt hier noch.
Also wir müssen heute ein bisschen aufpassen. Also alles abgesprochen und geregelt. Wir haben schon gedacht, den hätte er einfach mal so mitgenommen über den Vatertag. Nach dem Motto, merkt schon keiner. Tu's, halt an, mein Herz schlägt.